Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Bausimulator Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Und diesem wunderschönen, vollbeladenen Trailer hier. Ich weiß nicht, wie das so mit der Ladungssicherung aussieht. Das ist sicher. Wenn so ein Ding auf so auf dem Auto fällt, das Auto ist weg, ne? Ja, ist ja nicht mein Problem, ist ja nicht mein Auto. Ja, aber wir müssen es wieder aufladen. Ja, wollen nichts machen. Gerade ist er da vorne schon, sehen wir ja. Willst du wirklich den Weg? Ja, ja. Welchen den Weg, der das... Wozu haben wir eigentlich die Straße gebaut? Ich hab den Weg, wo das Dummy gesagt hat. Mhm. Was hältst du von unserer MAN-Flotte? Eieiei. Übrigens zur Info, das sind die 24 Deckenelemente. Ja, die wir insgesamt brauchen werden. Aktuell brauchen wir nur 6, aber insgesamt werden es 24 sein, die wir brauchen. Ach genau, wir haben zwischendurch hier noch die... Was wir schon alles auf der Baustelle haben, im Baumaterial, aber die Deckenelemente hatten wir noch nicht auf der Baustelle. Jetzt haben wir da jetzt einfach mal alle geholt. Ich glaube, da wir das hier auf den Materialplatz gelegt haben, akzeptiert er das auch als... Ist auf der Baustelle. Hm. Weil wenn ich das jetzt zum Beispiel runternehme, ich glaube, wir brauchten noch 2 oder so, warte mal, Baustoffhandel. Genau, jetzt brauchen wir nämlich nur 3. Weil sobald das dort ist, da heißt es auch, dass es auf der Baustelle ist und dass wir das nicht normal kaufen müssen. Also das registriert er dann auch. Also solange wir auf den Platz dort legen und es nicht auf irgendeinem LKW ist oder so, dann kann man davon ausgehen, dass wir das schon haben. Du kannst den Pritschenwagen nehmen und die Deckenelemente. Ja, oder du lässt es. Deckenelemente, Beton. Oh yeah. Uff. Jetzt dürfen wir alle drauflegen. Jo. So wurden die ausgebreitet hier, die Deckenelemente. Hm. Ich frag mich ein bisschen. Ich glaube, das stimmt was nicht von so vom Volumen her, das wir dort hingeliefert haben und was daraus geworden ist. Das ist halt wandelbar, das Zeug. Ist aber nur so eine Theorie. Ich muss anzoomen, sonst sehe ich das gar nicht. So, und danach gieße Schalung, gieße Beton in die Schadung. Oh, yippie. Wo muss es hin? Dann geht's weiter mit Fertigwänden, ne? Die wir liefern müssen fürs Erdgeschoss. Aber das ist natürlich auch ein bisschen cool, weil wir können jetzt natürlich in das Gebäude, das wir bauen, können wir reingehen. Also, wir bauen jetzt ja wirklich ein Haus. Und solange wir es noch bauen, können wir auch das drin uns anschauen. Erstmal fertig sind mit Bauen, dann kommen wir nicht mehr rein. Und dann waren die Entwickler zu faul, wahrscheinlich die Einrichtung auch noch schön zu machen. Gut, ist auch für einen Bausimulator einfach nicht relevant, ne? Okay, wir machen ja, krass, hier drin ist ja halt wirklich so Speedrun. Hitzig hier überall so Metalldinger, die so auf so Stelzen gestellt sind. Und darauf werden jetzt Betonplatten gelegt. Dann werden die festbetoniert und dann werden hier die Metalldinger und Stelzen wieder rausgenommen. Müssen wir mal hier unten reingehen, Tobi, das anschauen. Auf der Rückseite ist nämlich ein Eingang. Ja, die Beine sind ein bisschen am Zittern. Ich stehe bei mir stabil drauf. Das ist ja genau wie die Betonplatte bei mir. Das schwingt, ey. Aber das war im letzten Patch, glaube ich, auch noch nicht so, dass du so stabil drauf gestanden bist. Da haben sie vielleicht auch nochmal was angepasst. Finde ich gut. Einmal Pascal geliefert. Na gut, dann gucke ich mir das mal unten an. Und wir haben ja einen. Wir haben doch noch so einen Kran. Der braucht allerdings gar keinen Kranplatz. Das ist ja noch ein Mobilkran. Mhm. Der hat auch nur eine halbe Million gekostet. Ah, hier. Ja, dann nutzen wir den doch. Da hole ich den dann gleich mal her. Woher gucke ich mir das hier mal an? Ah, das sieht schon cool aus. Müssen wir überlegen, das haben wir alles hier gebaut und darunter auch noch ein Fundament. Wir haben die Grube ausgehoben, wir haben schon eine coole Sache hier. Auslagern, einsteigen. Und der hat eine etwas andere Beschleunigung als der Coupé. Komm, gib Gummi. Du sollst nicht rückwärts fahren.
Warte mal, willst du mir jetzt erzählen, dass der Mobilkran hier den Berg nicht hochkommt? Das ist die Frage. Komm, gib Gummi. Tatsache, der kommt einfach den Berg nicht hoch. Nicht genügend PS dafür. Nö, der kommt einfach den Berg nicht hoch. Eieieiei. Muss aber per Helikopter herfliegen. Mhm. Oh Gott, das wird schon wieder eng hier. Aber das mache ich hier natürlich meisterhaft. Manövriere ich hier rum. Ah! Na, nee, alles gut. Na gut, das war der Außenspiegel von dem Laster, aber egal. Passt schon. Ups. Ich glaube, wenn du den Kran hier auf die Vorderseite auf die Rückseite senkrecht hinstellen würdest, dann wäre der ungefähr auch so hoch wie der Turmkran. Okay, nicht ganz, aber. Ja. Zack. Jetzt möchte ich euch mal ganz kurz zeigen, wie weit dieses Ding einfach ausfährt. Okay, nee, das mache ich jetzt nicht, weil das dauert ewig. Okay, ich fahre das Ding jetzt einfach mal außen, um zu zeigen, wie riesig dieses Ding ist. Fahren wir ganz hoch und dann hoch. Also falls irgendjemand mal einen Ausguck braucht oder so einen Überblick über die Map. Achtung, nicht zu weit drehen bitte in die Richtung. Da, das ist die ganze Map. So, jetzt dürfen wir gießen. Ich mach mal ein Foto davon, wenn ich darf. Ah ja. So. Nein, darf ich doch nicht. Fotomodus. Ey, warum kein Fotomodus? Schmalerei. Machen wir ein Steam. Oha, das ist ja ein Denkmal oder irgendwas. Irgend so ein altes Gebäude. Och, yay. Beton gießen. Bist du diesmal? Nö, ich wollte ins Recht fahren. Ach so. Ich fliege, Tobi. Ich kann nicht fahren, weil ich fliege. Oh. Warum fliege ich? Weil die Stützen... Keine Ahnung. Du fliegst ja, wenn die Stützen... Egal, ja. Oder so. Ja. Wir sind weiter. Und dort ist ein Fahrstuhlschacht, der jetzt auch abgesperrt ist, dass oh, keiner reinfällt. Die Fahrzeuge wurden sogar schon eingesetzt. Ja, okay. Ein paar Eckstücke, damit man jedes einzelne noch bauen muss. Das wäre mir auch, glaube ich. Wir haben ja so schon jetzt eine ganze Menge an Fertigwänden. Ich meine, wir haben jetzt 6 Stück hier. Das sind 2 von 4 Paketen. Ne, 8 Stück haben wir hier. Achso, was man bei den Fertigwänden noch machen muss, man muss das... den Transportrahmen entsichern. So. Dann kann man nämlich auch die einzelnen Wände rausnehmen. Schwupp. Na dann, liefere mal die Fertigwände hier drauf. Auf der Baustelle. Achtzehn Stück, ey. Wieso sollte ich das da drüben hinstellen sollen? Und nach dem wieder betonieren. Aber ja. Wie man sich schon denken kann, es wiederholt sich alles jetzt zukünftig. Ja, nein, ich wollte runter. Das ist für euch wahrscheinlich diese Folge sehr zeitrafferlastig, weil ich glaube, ihr müsst euch nicht dreimal ausführlich betonieren zeigen. Genau, und wie Pascal das halt auch schon gerade gesagt hatte, hat sich dann halt wirklich alles noch wiederholt. Wir haben jetzt halt die Fertigwände drauf gebaut, dann kommen wieder die Deckenelemente, dann kommen wieder Betonieren und so weiter und so fort. Da das Hotel ja auch mehrere Stockwerke hat, hat sich das halt echt oft wiederholt. Und ihr kriegt das jetzt hier einfach nur aus so einem kleinen Abschnitt sozusagen in dem Zeitraffer zu sehen. Wir sind jetzt aktuell bei Rohdatei Minute 43. Die ganze Rohdatei geht, glaube ich, lass mich lügen, 3,5 Stunden oder so. Ja, die seht ihr jetzt größtenteils innerhalb von 5 Minuten. Mal gucken, wie ich das genau mache. Aber ja, viel Spaß.
Dauer-Option K ist der letzte. Moment. Das Fortschritt, Dachbau. Ja, der Dachbau ist der letzte, danach kommt die Nachbesprechung. Das heißt, dass wir jetzt finally... Ich meine, für euch Zuschauer waren das jetzt ein paar Minuten. Aber wir haben ja hier wirklich, also die Rohdatei jetzt nur von der Folge hier, ne? Die läuft jetzt aktuell seit 3,5 Stunden. Also das letzte und Folge ist da nicht mit reingerechnet. Mehrere Ingame-Tage. Na, das war nochmal eine Stunde. Mehrere Ingame-Tage haben wir hier auf dieser Baustelle verbracht. Haben dieses riesige Bonzen-Hotel gebaut. Ja. Wir haben dafür auch ein bisschen ordentlich entlohnt und werden auch weiter ordentlich entlohnt. Wir haben 2,6 Millionen aktuell. Wir sind gestartet, glaube ich, in der letzten Folge mit 800.000 oder so. Und haben wir noch Maschinen gekauft dafür. Boah, stimmt. Wir haben uns noch eine Erdwalze oder so gekauft, ne? 80.000 war das nochmal. Bist du bereit, Pascal? Ja. Boom. So, wo ist unser Bonze? 80.000, ne? Ich muss den Kran wegräumen. Ach so, die Baustelle muss noch geräumt werden. Erstmal kommt mit Bonzen reden. Demontieren. So. Nein, fest musst du noch weg. Ihr müsst verstehen, das ist jetzt sehr, sehr, sehr ein sehr wichtiger Schritt hier. Weil das war echt viel Arbeit. Vor allem viel ähnliche Arbeit. Ach, da ist der Herr. Also angestrichen muss es halt noch werden, ne? Wollen wir vorher nochmal durchgucken? Das ist unsere Aufgabe. Wollen wir kurz reingehen? Ja, lass mal kurz von innen anschauen, bevor wir mit dem Typen reden, sonst kommen wir gar nicht mehr rein. Guck mal, hier gibt es auch so einen Betoneingang. Aber dieser Blick nach hier oben. Ach, dass dieser Charakter manchmal so komisch läuft, ne? Oha. Ja, ja. Genau, dann haben wir hier unten dann wahrscheinlich mal sowas wie Rezeption oder so. Ja, ja. Das sieht in der Nacht noch cooler aus, wenn die Scheinwerfer an sind, ne? So, dann haben wir hier den ersten Stock. Warte mal, ich wechsle einfach mal auf Ego-Perspektive. Sechs Zimmer, auf der anderen Seite aber zwei Zimmer. Genau, das ist ein Zimmer und das Badezimmer immer dazu. Genau. Die hier haben sogar einen Balkon. Auf der Seite. Genau, hier ist eine Terrasse. Wird ein Ausblick auf die Stadt. Und er wird natürlich von Etage zu Etage nach oben hin immer besser, der Ausblick auch. Jo. Ich bin ja zwischendurch auch mal mit dem Autokran einfach mal nach oben gefahren. Das ist schon ein sehr cooler Ausblick. Genau, hier sind nochmal Zimmer, mehr Zimmer. Aber das fühlt sich schon so richtig an wie in so einem Rohbau, ne? Na, ist es ja auch. Ja, stimmt. Ja, ich noch nur für da den Rohbau des Gebäudes vielleicht zu stellen. Aber wenn man von hier oben guckt, ist halt schon ein geiler Ausblick, so. Ja, das ist schon eine sehr schöne Lage. Jede einzelne verdammte Säule haben wir gegossen. Okay, die ganzen Säulen haben wir nicht mehr gegossen, das haben wir dann übersprungen. Ich hatte keine Lust mehr, die ganzen Säulen hier dann alle einzeln noch zu machen. Die Tür ist auch irgendwie Dachboden, irgendwas. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, kommt man hier überhaupt... Kommt man da drunter durch? Nee, ne? Das ist ein bisschen... guck mal hier. Das Ding ist, hier geht halt noch ein Gang lang. Der Gang geht ja noch rein, hier sind ja noch Zimmer. Aber das Dachteil steckt halt einfach da drin. Passiert. Wir haben nach dem Plan gebaut, den uns der Typ gegeben hat. Wir haben nichts falsch gemacht. Ja, das ist... Genau, und hier ist der Dachboden, hier oben. Genau. Hier ist wahrscheinlich sowas dann wie der Aufzugssteuerungsraum gedönsdingens. Hui! Bumm. Bist du in den Aufzugsschacht gefallen? Ja. Na gut, im Keller hat sie auch überall die Erde schon durch die Mauern gedrückt. Sagen wir mal so, Bausimulator ist nicht darauf ausgelegt, dass man sich das Gebaute nochmal anschaut. Die Decke hier an der Treppe zum Dachboden ist zu... die beginnt zu schnell. Du kommst halt nicht durch, ohne den Kopf einzuziehen. Und das Ganze spiel ich mal. Das heißt, ich muss durch den Aufzugsschacht springen. Ich komme sonst nicht raus. Ja, okay. Also Bausimulator ist nicht Baugrundstück-Betrachter-Simulator. Ui... Ah, einfach zurücksetzen.
Ja, er kommt so ein bisschen die Erde rein, aber das muss so. Das hat so seine Richtigkeit. Da oben beim Dach, da sind ja auch schon die Fenster drin, so, ne? Ja, Na. wobei, das ist keine Fenster. Doch, ist das Und Fenster? unten, Oh, ich naja. weiß nicht. Vielleicht, wir haben den Rover fertiggestellt für den Innenausbau und sofort, da sind andere zuständig. Jo. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Dieses Hotel ist ein erster Schritt, zahlungskräftige Gäste anzulocken. Mit Blick über die Stadt, in bester Lage und sogar noch über dem Villenviertel gelegen, dem teuersten Teil der Stadt. Ein erhebendes Gefühl. Für den Moment bin ich zufrieden. Aber lehne dich besser nicht zu sehr zurück. Ich habe noch große Pläne. Hat schon mal einer Na, für erwähnt? genügend Moneten bekommen für deine Das sieht großen schon geil Pläne, ist aus. alles super. Naja, da unten ist der Dings-Zugang. Na. Warenzugang. All die Autos da vorne. Ey, guck mal, 5-Sterne-Hotel. Ich sag's doch. Ich sag's doch. Alles andere Eieiei. wäre beschämend, als wenn es nicht 5 Sterne wären. Hier die Straße müssen wir wahrscheinlich auch noch irgendwann asphaltieren. Oder jemand anderes macht die noch, keine Ahnung. Ja, mal gucken. Aber die hochzufahren macht echt keinen Spaß aktuell. Ah, dann im das Strandbad ist dann in der Nähe vom Fluss, wenn du das Villenviertel runter gehst. Ah. Aber gut, wie wir das machen und andere Dinge dann noch machen. Das gibt's Das dann ist dann erst in eher der ein nächsten Fall für die Folge. nächste Folge. Ja. Aber wahrscheinlich nicht in der nächsten Folge das Strandbad machen, sondern das noch was anderes. Jo. Zum Beispiel Ich habe irgendwie keine Lust diese mehr auf Fertigbauwände. Geschichtskampagne oder die Verkehrskampagne haben wir nicht mal angefangen, zum Beispiel. Ich habe keine Lust mehr auf Fertigbauwände irgendwie. Ich weiß auch Deswegen. nicht, wie das kommt. Na gut. Dann, tschüss. Tschüss.